Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein. Mann im Labor, Mann am Katheder, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod für das alte Leben erfinden. Mann im Labor, Mann am Katheder, sag nein. Pfarrer auf der Kanzel, Herr Gauck, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg rechtfertigen. Pfarrer auf der Kanzel, sag nein. Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wird das immerzu so weitergehen. Wir sind dafür. Stopp der Rüstung. Raus aus der NATO. Abschaffung der Bundeswehr. Konversion all der Mittel für den Frieden. Der Friede ist die Zukunft. Der Krieg ist die Vergangenheit. Und wir weigern uns, das deutsche Bewusstsein zurückdrehen zu lassen in die Steinzeit. Liebe Mitmenschen, liebe Freunde, Sie haben jetzt einen Bericht von Eugen Drevermann, der in Berlin gesprochen hatte, vor dem Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Joachim Gauck dort innewohnt. Ja, Waffenhandel ist für uns eigentlich keine schöne Sache. Wir sind, wie gesagt, drittgrößter Waffenhändler. Und wir wollen einfach dafür ein Zeichen setzen, weil heute zeitgleich in Oberndorf, und zwar am Neckar, dort die Werke von Heckler & Koch stehen, ist einer mit der Waffenproduzenten in Deutschland. Und wir möchten einfach dafür aufmerksam machen und darauf mahnen, dass Waffenhandel kein Zivilistendelikt ist. Im Endeffekt werden damit Menschen getötet. Das muss uns bewusst sein. Menschen töten und wir wollen uns einfach für humane Sachen einsetzen. Dann sollte man doch lieber das THW, das DRK, die Einrichtung, ob das Brot für die Welt ist, SOPSO, Kinderdörfer, dass da Unterstützung mehr käme. Aber wir stecken Geld in Rüstung und töten damit Menschen und wundern uns, dass dann Menschen auf der Flucht sind. Dann haben wir natürlich hier dieses große Streitthema in Bautzen und Umgebung, dass Asylanten dann in unserer Umgebung hier wohnen. Und natürlich sind Menschen dann etwas sehr bedeckt und denken, naja, was wollen die Menschen bei uns? Aber wenn wir natürlich Waffen entsenden und die Menschen sind auf der Flucht, die wollen einfach ihr Leben leben und wir unterstützen sozusagen ja, mit Steuergeldern dieses Ganze, dann sollten wir einfach einen Aufschrei aufbringen und sagen, Leute, wir unterstützen diesen Waffenhändler nicht mehr. Und ich habe das immer wieder gesagt, der Zweite Weltkrieg hängt uns immer noch im Nacken und wir müssen mal endlich aus dieser Geschichte mal lernen und sagen, dass wir einfach uns an Kriegen nicht mehr beteiligen werden. Dass eigentlich Deutschland ein neutraler Staat sein sollte und nicht, dass wir uns in Waffenhandel begeben, dass wir Soldaten noch entsenden ins Ausland. Wer kümmert sich denn um die Soldaten, die dann zurückkommen, die psychische Störungen haben oder auch körperliche Versehrtheit nicht erleben? Und ich denke mal, wir sollten uns dort mehr Zivilcourage einsetzen. Das ist natürlich bei uns Deutschen sowieso immer schwer. Zivilcourage zu zeigen, das ist ein ganz, ganz hartes Brot, ich weiß. Aber ich denke mal, wenn wir uns mal mit dieser Thematik mal auseinandersetzen, dann übernehmen wir auch wieder Verantwortung. Nicht nur für uns Bürger selber, sondern auch als Menschen. Und das ist immer das Problem, dass wir uns nicht mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Das ist lieber ein Thema, wo man sagt, ach, das werden schon die anderen regeln, damit will ich mich nicht beschäftigen. Aber es bleibt nicht drumherum, dass wir einfach uns damit auseinandersetzen müssen, denn wir finanzieren das mit Steuergeldern. Und das ist vielen wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Und ich möchte einfach nur die Menschen damit versuchen zu sensibilisieren und zu sagen, die Menschen, die
in anderen Ländern davon betroffen sind, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir einfach nicht wegschauen dürfen. Weil auch wenn das kilometerweit entfernt ist, diese Situation, dieser Krieg zwischen den beiden Parteien, zwischen Ost- und West-Ukraine, das sollten wir einfach nicht ausblenden und sagen, das geht uns nichts an, denn ich denke mal, ruckzuck kann die Situation passieren, dass das auch in unserem Land stattfindet. Und zu dem Thema Opfer durch den Waffenhandel und Opfer auch durch diese Kriege möchte ich einfach die Bautzen nochmal aufrufen. Wir haben gesagt, jede volle Stunde werden wir die Glocken läuten lassen und dafür ein Zeichen setzen, dass wir für diese Menschen, die Opfer, diese sinnlose Form, dass wir einfach dafür mahnen und dafür eine Schweigeminute einsetzen. Und ich möchte jetzt mit euch diese Schweigeminute durchführen. Sich da auch schön beteiligt. Sie ist ja am Freitag jeweils aktiv, indem sie diese Friedensgebete durchführen am Freitag 19 Uhr. Möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir nicht der Bautzener Frieden allein ist, der auch diese Aktion Montagsmahnwache durchführt, die 19 Uhr jeden Montag auf dem Platz hier stattfindet. Also wer Lust und Interesse hat, hier sich daran zu beteiligen, für den Frieden einzustehen, der ist hier herzlich willkommen. Ja, wir sind heute vertreten auch durch die Deutsche Friedensgesellschaft. Mario Gröber hatte heute schon gesprochen. Dann ist auch eine Friedensgesellschaft, das ist Terrania. Das ist auch eine Form. Der Uwe Haspel hatte da drüben auch noch was aufgebaut. Kann sich auch jeder nochmal darüber informieren. Ja, dann gibt es noch andere friedensbewegte Organisationen, das ist zum Beispiel ATAC, kennt vielleicht jeder. Es gibt aber auch Parteien, die sich dafür stark machen. Wäre zum Beispiel die Linke, die sich da etwas stärker da involviert. Ja, also ich denke mal, wir sind nicht allein und ich denke mal, es gibt genügend friedensbewegte Menschen in unserem Land. Wichtig ist, dass wir wieder erkennen, wo der Fehler eigentlich liegt, nicht bei den jungen Menschen hier, ob das jetzt Asylanten sind oder Migranten, sondern das Problem liegt eigentlich in der Wirtschaft und in der Politik. Der Mario Gröber hatte ja schon mal vorgelesen, sozusagen, welche Politiker dort involviert sind. An erster Stelle wäre Angela Merkel zu nennen, eine Marketenderin des Waffenhandels. Markethänderin, das ist sozusagen eine Person, die sozusagen verwirbt, sozusagen in dem, das ist, kommt aus dem Mittelalter, der Begriff. Ja, auch Frank Walter Steinmeier, genau, der ist zum Beispiel involviert in den Waffenhandel. Bis später. Politiker wie Gerhard Schröder, also unser Altbundeskanzler, auch der Altbundeskanzler Helmut Kohl war in den Waffenhandel verstrickt mit diesen ganzen Schwarzgeldern. Ja, Volker Kauder, aber auch andere Parteien müssen wir erwähnen, auch leider die Bündnis 90 Grüne macht sich natürlich für eine Kriegspropaganda sehr stark, muss ich leider hier erwähnen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Auch unser Bundespräsident Joachim Gauck ruft indirekt zum Krieg auf. Das macht mich sehr betroffen, da ich selber Christ bin und ich eigentlich diese Unterstützung eigentlich für eine kriegerische Handlung nicht dulden kann als Christ. Und deswegen schäme ich mich eigentlich
A, als Bürger diesen Bundespräsidenten an meiner Seite oder als Idol angeblich zu haben und natürlich auch dann auch als Vorbild. Ja. Dann hast du jetzt das Wort. Bitte. Die allerersten Worte möchte ich über meinen Onkel sagen. Solche Anlässe bergen auch immer wieder Erinnerungen. Und mein Onkel hat ja für Deutschland, für das deutsche Volk im Zweiten Weltkrieg sein Leben gelassen. Und er hat viele Briefe hinterlassen, wo die anfängliche Begeisterung am Beginn des Russlandfeldzugs dann umgeschwenkt ist und er sehr schnell schon ziemlich am Anfang vom Feldzug die Grauen des Krieges kennengelernt hat und erstaunlich offen darüber geschrieben hat. Ich wundere mich, dass die Briefe durchgehen gelassen worden sind damals. Auf jeden Fall konnte ich mir dadurch ein Bild machen, ein ganz kleines Stück von einem Bild, wie schrecklich dieser Krieg gewesen ist, wie schrecklich Krieg sein muss. Und das ist somit das Eindrucksvollste, was ich aus direkt meiner Familie selbst mitbringe und wo für mich eine tiefe Motivation ist, selber jetzt seit 12 Jahren Friedensarbeit zu machen. Ich bin ja ursprünglich Naturheilarzt und bin es immer noch mit Begeisterung, mit Erfüllung und Freude und habe trotzdem vor 12 Jahren einen massiven Richtungsschwenk gemacht und habe meine damals Vollzeitpraxis in Würzburg aufgegeben, bin hier in die Oberlausitz gezogen und mache jetzt seit 12 Jahren hauptsächlich Friedensarbeit, um zu einer Besserung der Zustände auf dieser Welt, zu Frieden zwischen Menschen und Natur und auch zu Frieden von Menschen untereinander, von Völkern untereinander beizutragen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit arbeite ich gerne noch, aber eben einige Wochenstunden als Naturheilarzt weiter, einfach weil es auch ein Mosaikbaustein darstellt, wenn Menschen sich gesundheitlich selber behelfen und weil auch viel gesundheitliche Desinformation und dadurch Zerstörung heute in unserer Gesellschaft, in unserem Volk und weltweit unterwegs ist durch ja, Irrerkenntnisse und Sackgassen. Aber die Hauptsache, mein Hauptanliegen liegt darin, um im größeren Rahmen für Frieden in dieser Gesellschaft, Frieden auch unter den Völkern beizutragen. Und da bin ich, und da kann ich auch kurz vorstellen, die Bewegung für ganzheitlich nachhaltiges Leben. Manche kennen sie auch als Schenkerbewegung, die wir uns seit 24 Jahren jetzt engagieren, betroffen durch den vielen Hunger, die Not und Krieg und Tod und das zu allergrößten Teilen Menschen gemacht. Durch Ausbeutung, durch Gewaltanwendung und Förderung von Gewaltanwendung, Kriegstreiberei, Waffenhandel. Wir sind zum Teil als Pilger unterwegs. Wir haben uns, ein anderer Teil von uns, in Gemeinschaften angesiedelt. Auch in Tomritz ist der Friedensgarten jetzt seit 15 Jahren. Und da üben wir untereinander die bessere Welt im Kleinen, den Umgang miteinander, mit Achtsamkeit und Teilen von dem, was an Ressourcen da ist und das Treffen von Entscheidungen im Konsens mit Einmut oder zumindest unter Seinlassen von Unterdrücken oder schon gar gewaltsam Unterdrücken von anderen Stimmen und anderen Haltungen. Und wir sehen uns als Vernetzer, als große Aufgabe dazu beizutragen, dass mehr und mehr Menschen sich zusammenschließen für diese Anliegen, für ein besseres Leben, für eine bessere Welt. Und sehen das unter dem
Gesichtspunkt des globalen Verantwortungsbewusstseins. Wir nehmen dafür gern das Bild der Erde als ein großes Lebewesen und wir Menschen als Zellen dieses Lebewesens und als Ziel, dass wir Zellen und die Menschengruppen und Völker als Organe sich gesund verhalten zu einem Wohlergehen der ganzen Erde, zum Wohlergehen des großen Ganzen. Auf diesem Weg habe ich Terania kennengelernt, bin seit 2 Jahren jetzt dort Mitglied. Und ich sage es auch klipp und klar, in Zusammenhang mit Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Gewissensgründen, weil mich lange Jahre sehr geschmerzt hat, was ich mitgetragen habe als Mitglied dieser Vereinigung und dass ich dadurch diese Art von ausbeuterischem Handel und Welthandel und den ganzen Rüstungshandel und die in der Zwischenzeit massive Kriegsbeteiligung vielerorts durch das deutsche Militär und die deutsche Politik mit unterstützt habe. Ich bin ausgetreten und bin nun seit 1,5 Jahren Mitglied, identifiziere mich auch mit der Identifikationskarte von Terania, des Bündnisses Freier Erde. Wir haben uns zusammengeschlossen in der Zwischenzeit über 100 Menschen, die dieses gemeinsame Anliegen haben, freiheitlich verantwortungsbewusst zu leben, freiheitlich zu zeigen, wie wertvoll uns Natur, wie wertvoll uns Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit diese Dinge sind. Also gut. Ich wiederhole, wie wichtig uns das freiheitliche Eintreten für globales Verantwortungsbewusstsein ist. Im Rahmen von Terania, wir haben den Rahmen sehr allgemein gehalten, um viele Menschen einschließen zu können, aber wir sind 7 Menschen in der Zwischenzeit, die sagen, das ist uns immer noch zu wenig, wir wollen noch ein deutliches Stück drauflegen. Und wir haben uns zur Räterepublik Friedensgarten zusammengeschlossen. Die Besonderheit einer konstitutionellen Vereinigung, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne der Worte, so sage ich, weil wir uns nicht auf vorhandene Gesetze berufen, sondern sagen, wir leben einfach und haben insofern das Recht, unser Leben so verantwortungsbewusst zu gestalten, wie unser Gewissen es uns mitteilt. Und deswegen haben wir uns zu einer, ich sage jetzt mal beschreibend, staatsähnlichen Vereinigung zusammengeschlossen und haben uns auch eine Verfassung gegeben, um nach außen auch schwarz auf weiß sagen zu können, dafür stehen wir ein, mit unserer Existenz, mit unserem Leben der einzelnen Beteiligten und mit unserem Zusammenschluss als Gruppe. Und Ziel ist, dass wir wachsen und politisch, ja, die folgende Besonderheit noch, wenn ich sage staatsähnliche Vereinigung, wir lehnen bewusst ab, irgendein Territorium zu beanspruchen, sondern wir sehen uns als Bewohner dieser Erde und wir betrachten die Erde, wir betrachten Land als uns allen zur verantwortlichen Handhabe übertragen. Nicht zum Besitz, zum Besetzen oder gar zum Spekulieren und zum Unterdrücken und Schädigen von Menschen oder welch anderen Lebewesen auf dieser Erde noch. Und in diesem Sinn haben wir vor, mehr und mehr politisch mitzureden und mitzulenken in Richtung von besseren, lebensdienlicheren politischen, wirtschaftlichen, sozialen Strukturen. Ich weise auf Informationen hin, die Webseiten der Schenkerbewegung findet ihr unter www.holistic-love.net und unter www.global-love.eu. Es gibt auch ein Forum www.global-love.eu.
www.forum.global-love.eu mit vielen, so meine ich, interessanten, richtungsweisenden Beiträgen zu diesen Themen. Dann www.terrania.org und speziell für die Republik www.friedensgarten.terrania.org. Und als letztes noch der Hinweis auf das Projekt, bei dem wir uns mitbeteiligen, sowohl Schenkerbewegung als auch Terrania, als auch etliche andere Gruppen, die Informisten, die Menschen aus der Transition Town, aus der Mahnwachenbewegung, aus der Landhütergenossenschaftsbewegung, die Land freikaufen für Menschen, die freiheitlich verantwortungsbewusst leben wollen. Und dieses Projekt Real Utopia hat zum Ziel, wir haben den Ball aufgegriffen, weil das Thema von Sat.1 in ganz bestimmter Weise in die Medien gebracht wird und wir sagen, das ist von der Art, finden wir es zu wesentlichen Teilen haarsträubend, aber das Thema ist in vieler Ohren und deswegen gehen wir den Weg, so seriös wie möglich das darzustellen, was an Initiativen für eine bessere Welt schon da ist, was schon praktiziert wird, und es regt uns auch an, dazu noch Neues dazu zu geben, dazu zu entwickeln, andere einzuladen, mit ins Boot zu gehen und daraus eine Menge an gut auffindbarem und hilfreichem informativen Videomaterial zu machen. Da weise ich auf die Website www.real-utopia.de mit der Verlinkung zu den Informisten und auch mit Hinweisen auf YouTube zu den Videos hin. Der Kanal auf YouTube heißt Real-Utopia, Newtopia-Real, und das erste Real ist nur mit Großbuchstaben, die anderen Worte sind am Anfang Großbuchstabe und dann Kleinbuchstaben, so wie es üblicherweise geschrieben wird. Real-Utopia, Newtopia-Real sind also insgesamt vier Worte, die ersten zwei mit Bindestrich, die letzten zwei mit Bindestrich. Auch auf meinem eigenen, auch auf meiner eigenen Website findet ihr weitere Informationen dazu und auf meinem Kanal bei YouTube Uwe Wilhelm Haspel, H-A-S-P wie Paula E-L. Gut, das mag der Information genug sein. Ich übergebe wieder weiter. Danke. Darum denke ich, es ist nicht einfach, aber es ist nicht hoffnungslos, weil statistische Umfragen zeigen, 99% aller Menschen wollen keinen Krieg. 99% aller Menschen wollen Frieden. Und nur 1% verdient am Krieg. Und wollen wir das alle mithalten? Wollen wir da den Mund halten und dazu nichts mehr sagen? Diese Firma Heckler & Koch exportiert jährlich Waffen. Die Bundesrepublik unterschreibt jährlich Waffendeals für 1,2 Milliarden Euro. 1,2 Milliarden Euro sind 1200 Millionen, nur um mal die Größenordnungen klarzumachen. Ich stehe hier, weil ich nicht möchte, dass meine Enkelkinder und meine Kinder den Krieg jemals erleben müssen. Ich hatte das große Glück, ihn nur aus den Erzählungen meines Opas, ob nun mütterlicher oder väterlicherseits, zu hören. Und ich weiß, ich kenne dieselben Geschichten, die der Uwe Haspel hier schon mal vorgelesen hat, von meiner Großmutter mütterlicherseits, die sagt, lieber wollen wir wieder hungern, lieber wollen wir wieder
uns zurücknehmen. Lieber wollen wir unser Konsum einschränken, als dass jemals wieder Krieg, Bomben, Töten stattfindet. Und ich will euch sagen, wenn die Frauen und Männer aus den Kellern gekrochen kamen, vor Angst, gezittert, es gab ein sogenanntes Schütteltrauma. Menschen konnten sich nicht mehr halten vom Dauerbeschuss. Sie zitterten am ganzen Körper. Und wir müssen endlich aufhören, die Augen zuzumachen und zu sagen, das geht uns alles nichts an. Es geht uns etwas an, weil wir liefern für 1,2 Milliarden Euro Waffen in diese gesamte Welt. Und wenn wir diese Waffen liefern, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sie sich irgendwann mal gegen uns richten. Ich will schließen mit, obwohl ich kein Christ bin, mit einer christlichen Überlegung. Als Jesus Christus im Garten Gethsemane festgenommen werden sollte, wollten ihn seine Gefährten verteidigen. Und Jesus Christus sprach: Lass das Schwert in der Scheide, denn wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert getötet. Was heißt das? Das heißt nicht, er kann durch das Schwert getötet werden, sondern er wird durch das Schwert getötet. Denn wir haben bis heute immer bessere Tötungsmechanismen gefunden, wenn jemand eine neue Waffe entwickelt hat. Die Indianer zogen noch mit Pfeil und Bogen durch die Gegend. Die Ritter bekämpften sich noch mit Schwert und Schild. Der Bauernkrieg, da war die Mistgabel, die Sense und die Heugabel noch an der Tagesordnung. Aber immer haben perfide Köpfe sich neue und bessere Waffensysteme ausgedacht. Und heute verkaufen wir Sturmgewehre G38, vollautomatische Maschinenpistolen. Die schießen mit 60 Schuss in der Minute. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und sie wollen sich's auch nicht vorstellen können. 1,2 Milliarden Euro nimmt die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem militärisch-industriellen Komplex ein bei dem Export von Waffen. Und wir stehen heute hier gemeinsam mit sehr, sehr vielen Städten in der Bundesrepublik Deutschland. Weil heute von 10.30 Uhr bis 14 Uhr ist eine große Mahnwache vor den Betriebstoren von Heckler und Koch. Die Margot Käßmann unterstützt diese Aktion als Schirmherrin. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir hier heute mit allen Bautznern und Bautzner Gästen und Bautzner Gäste ins Gespräch kommen würden. Sagen, wir müssten aber den Kurden helfen, also müssen wir Waffen haben, also brauchen wir 100 Leute, die sie ausbilden, um effizient mit den unseren Waffen umzugehen. Wann hätten uns die Kurden jemals interessiert? Die Verteidiger in Kobane gehören zur PKK und sind deshalb eine terroristische Vereinigung. Zum ersten Mal im Jahre 1925 wurden Kurden bombardiert von Briten aus der Luft, weil man auf dem Boden ihrer Füße Erdöl zum ersten Mal geologisch prospektiert hatte. 17 Millionen Kurden
mit einer tausendjährigen Kultur, warten darauf, ein Volk sein zu dürfen. Aber das dürfen sie nicht, denn es könnte die Interessen des NATO-Staates Türkei berühren. Deshalb waren sie nie etwas anderes als ein Prellbock gegen Saddam Hussein, gegen Assad in Syrien. Immer sollten sie kuschen, so wie die Amerikaner es haben wollten. Dafür sind sie zu schade. Und lediglich die Option, einen eigenen Staat bilden zu können, verdiente unsere Unterstützung. Das wechselseitige Abschlachten jetzt in keiner Weise. Die gesamte Wehrpolitik steht heute vor einem Problem, das nicht zuletzt begonnen hatte mit dem Baron von und zu Gutenberg, als er kostengünstig, wie er versprach, die Wehrpflichtarmee umwandelte in eine Berufsarmee. Nötig wurde das, weil immer weniger bereit waren, dahin zu gehen. Jetzt steht die ehemalige Familienministerin, Frau von der Leyen, als Kriegsministerin vor der ihr gegebenen Aufgabe, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen. Ich sage schon vorweg, bei uns wird sie niemals ankommen. Es ist vielleicht möglich, bei Verbesserung der digitalen Kommunikation, bei der Verbesserung des Mensa- und Kasernenessens, bei Freizeit am Wochenende und ähnlichen Maßnahmen, das gesamte Image der Bundeswehr gebrauchsfreundlicher zu machen, so wie Frau von der Leyen spricht, gleichwertig mit anderen Unternehmen. Frau von der Leyen, die Bundeswehr ist kein Unternehmen unter anderen. Was man dort lernt, ist das Töten von Menschen auf die effizienteste Weise. Und wir lassen uns das auch nicht scheibchenweise als Normalität verhökern. So wie es uns egal sein könnte, wenn man uns die Blutwurst über die Theke schiebt, wie die Zustände in den Schlachthäusern an der Peripherie der Großstädte sind. Wir interessieren uns dafür, wie Sie gedenken, Sicherheit zu produzieren. Familienfreundlich. Also, da sieht man in Potsdam das Väterchen sitzen und abarbeiten den Mordbefehl zur außergerichtlichen Tötung in 10.000 Kilometer Entfernung mittels Drohnen. Und sein Söhnchen sitzt auf seinem Schoß und lernt, wie man die Sache in 10 Jahren womöglich noch verbessern kann. Soll das die Zukunft sein, mit der wir unsere Kinder erziehen und ihnen beibringen, was Weltverantwortung bedeuten könnte? Kein Drohnenangriff, den die Amerikaner fliegen, ohne dass er koordiniert würde im deutschen Ramstein. Alle wissen das, aber es ist dringend nötig, diese missbräuchliche Firma, einen deutschen Stützpunkt zu benutzen, zu denunzieren und abzuschaffen. Wir brauchen nicht Waffen, die töten, ohne dass wir eigene Soldaten gefährden. Wir brauchen die Abschaffung von Waffen, damit niemand mehr gefährdet wird. Man geht nicht in andere Länder hinein, spricht Obama mit Blick auf die Krim und die Ukraine. Wer bitte schön seit 1965 hätte nötig, in Vietnam einzudringen, im Irak, in Somalia, Libyen und Syrien zu verwüsten? Wer hatte nötig, ein zweites Mal in den Irak einzubrechen und in der Zwischenzeit mehr als 1 Million Menschen durch die Embargo-Politik in den Tod zu treiben? Allein das Agent Orange bei der Entlaubung des Ho Chi Minh-Pfads in Vietnam hat bis heute seine Folgen in Gestalt von Fehlgeburten, Krebsfällen. Das abgereicherte Uran im Süden des Irak mit denselben Wirkungen. Nicht einmal die Minen in Afghanistan will die Bundeswehr bekannt machen, aus sicherheitstaktischen Gründen. Aber wir jetzt sollen 100 Soldaten in den Norden des Irak schicken, damit man ihnen beibringt, wie man Minen entschärft.
Zynischer kann die Verhöhnung unserer deutschen Bevölkerung nicht ausfallen als mit solchen Statements. Dass weder Herr Gauck noch Frau Merkel noch Frau von der Leyen zu begreifen scheinen, ist, dass es eine totale Veränderung des Bewusstseins bedeutet, wenn man Jugendlichen beibringt, dass ab sofort zu gelten habe, du oder ich, und wie tötet man den sogenannten Feind am schnellsten und am radikalsten. Gerade weil wir hinsehen, sollten wir ein Stück weit uns erinnern. Es war 1918, als alle in Europa hätten sagen müssen, es ist nicht denkbar, dass nach dem Hinschlachten von 10 Millionen Menschen irgendeiner diesen absurden Krieg gewonnen haben könnte. Wir alle haben unsere Menschlichkeit verloren. In den Materialschlachten von Verdun, von Ypern und Cambrai. Wir alle schließen uns zusammen in dem Wissen, dass da lautet, nie wieder Krieg. Stattdessen wollten die einen den Krieg nicht verloren und die anderen ihn gewonnen haben. So ereignete sich die Urtragödie im 20. Jahrhundert. Genau 100 Jahre später könnten wir endlich begreifen, mit Bomben schafft man Friedhöfe, doch niemals Frieden. Wer heute Soldat wird, tut es, um da Geld zu verdienen, in der Logik von Frau von der Leyen. Man könnte genauso gut Straßenkehrer, Schlachter, Bäcker oder irgend sonst was sein. Wir sind zurückgefallen auf das Söldnertum der Zeit des 30-jährigen Krieges. Wir haben jetzt Killerprofis, die auch Befehl ihn töten. Nur fürs Geld, für keinen höheren Anspruch mehr. Alles andere wird geredet, um eine ideale Motivation aufzubauen, die sich selber Lügen straft. Auch das konnte man lernen aus dem sogenannten Ersten Weltkrieg schon. 12 Jahre hatte Erich Maria Remarque nötig, um zu Papier zu geben. Wenn das möglich war, damit meinte er die Stahlgewitter an der Westfront, war alles umsonst, was wir jemals Kultur genannt haben, von Platon bis Schopenhauer. Sechs Wochen Ausbildung haben genügt, dass wir durch den Dreck robben für irgendjemanden, der die richtigen Epauletten hat. Wir sind zu Tieren geworden, zu Mördern geworden. Wir haben aufgehört, Menschen zu sein. Was sagen wir denen in den Schulen, den Frau von der Leyen, die Offizierspropaganda der Bundeswehr angedeihen lassen will? Wenn in Sachsen-Anhalt man darüber nachdenkt, ob auf jeden Bundeswehroffizier in den Schulen nicht auch ein Pazifist sprechen sollte, um unsere Anliegen zu vertreten, jault die CDU im Voraus und man wird das Anliegen niederschmettern. Denn die Bundeswehr ist ein Verfassungsorgan. Und dagegen zu sein, wäre Wehrkraftzersetzung. Genau das ist es, was wir wollen. Wehrkraftzersetzung und Abschaffung der Bundeswehr. Wir haben beim Töten nämlich Skrupel und wir wollen sie erzeugen. Ich denke an den Bomberpiloten Harold Nash von der Royal Air Force, Juli 1943. Die Operation Gomorra wurde geflogen auf die Hansestadt Hamburg. Round-the-clock-Bombing. 40.000 Tote in Hammerbrook in einer einzigen Nacht. Nash beschreibt es in seinen Worten.
Wir sahen unter uns ein schwarzes Band wie Samt, bestickt mit Perlen. Und wir wussten, dass das, was wir da drunten anrichten, schlimmer ist als Dantes Inferno. Aber wir sahen ja nur Feuer, wir sahen keine Menschen, sonst hätten wir das gar nicht tun können. Soll die Antwort darauf wirklich lauten? So, es ist wieder 14 Uhr und wir hatten ja gesagt, warum machen wir das heute hier? Zeitgleich findet in vielen Städten der Bundesrepublik Deutschland, unter anderem auch dort am Firmensitz der Waffenschmiede Heckler & Koch, eine Mahnwache statt von 10.30 Uhr bis 14 Uhr. Und ja, wollte noch mal darauf hinweisen, wir sind der Bautzener Frieden, die auch die Montagsmahnwache mit initiieren, die jeden Montag auf diesem Platz hier stattfinden wird oder ist. Ja, die Montagsmahnwache setzt sich für den Frieden ein, für die Menschen und für unser Leben. Und gibt es noch viele Dinge, deswegen haben wir hinten diese Pünktchen gelassen. Und wir wollen uns einfach für diese Menschen stark machen und eben, es gab so einen schönen Spruch, ne? Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist nichts. Und der Frieden ist nun mal so wichtig für uns, dass wir ihn einfach nicht bedenken sollten, sondern wir sollten wirklich so wichtig den Frieden sehen und wir sollten den Frieden, wir sollten um diesen Frieden kämpfen, wirklich, also, und ihn, wie gesagt, immer wieder erreichen. Das ist, geht schon bei uns selber los. Den Frieden erstmal bei uns selber zu finden, ist manchmal sehr relativ schwer. Aber ich denke, wir können das schaffen, dieses umzusetzen. Und wenn wir diesen Weg schaffen, dann sind wir schon gut vorangekommen. Und ja, wenn wir diesen innerlichen Frieden finden und es geht dann weiter, dass wir nach außen diesen Frieden auch zeigen können, dann sind wir bald so weit, dass wir wirklich in so einer friedlichen Welt leben können.